Meine Lieben, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 hier auf dem Kanal. Ihr seht es oben rechts, wir spielen mit Polen. Ihr seht, ich habe meine Kamera an. Das probieren wir jetzt einfach mal. Normal habe ich es ja bei EU4 oder bei gewissen anderen Spielen immer aus. In dem Fall lasse ich es jetzt einfach mal an. Wir probieren die ganzen Schmarrn. Sagt mir, wenn es euch stört, dann machen wir es einfach wieder aus. Jetzt erstmal probieren wir es. Gut, also wir spielen mit Polen. Es ist das Schweden-DLC ausgekommen. Entschuldigung. Oder Schweden-Update-DLC war es ja nicht einmal. Content-Patch, wie auch immer. Patch stimmt eigentlich auch nicht, man hat Geld gezahlt. Egal, einfach, es ist Schweden-Update rausgekommen. Punktum. Das heißt, es wurde in diesem Bereich hier einiges überarbeitet. Ich weiß, so Dänemark, Schweden, Norwegen, klar, Wolgast, Livonischer Orden, Deutscher Orden, Polen, Litauen. Deswegen werden wir uns jetzt Polen-Litauen anschauen. Ich habe mir so ein paar Missionsbäume angeschaut. Polen-Litauen fand ich interessant. Also ich habe es nur ein bisschen überflogen. Jo, deswegen guckt mal rein. Fertig. Iron Man, Start. Polen. Oh, hier habe ich sogar Autosave noch Finnland. Habe ich hier mal kurz Finnland gegründet. Gibt es ja auch ein Achievement. Also der Bereich Schweden-Update, sage ich mal, wird uns noch der Zeit hier auf dem Kanal beschäftigen. Ich werde es wahrscheinlich, wenn die Folge kommt, ist ja morgen 12 Uhr, also wenn ich aufnehme, Mittwoch 12 Uhr. Abends werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach auch EU4 streamen. Weiß noch nicht ganz, dann wird es wahrscheinlich Dänemark, Schweden, irgendwie sowas werden. Okay, was ist neu? Ich habe nicht so viel Ahnung. Auf jeden Fall bei Polen, wir sehen es hier schon, wir haben, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Sejm, Sejm, wie auch immer, wir haben quasi ein Parlament oder wie man dazu sagen möchte, keine Ahnung. Wir können, wir müssen Sitze verteilen, wir können Debatten beginnen, haben dadurch verschiedene Vorteile. Kennt man von anderen Nationen, hat halt jetzt in Polen auch Einzug gehalten. So, unsere Ideen. Wir fangen an mit Kostenkavallerie minus 10%. Egit. Brauchen wir nicht, ist unnütz für mich ehrlich gesagt. Akzeptierte Kulturen plus 1, ja, irgendwann mal nice to have, aber für einen Staat. Ganz zum Schluss, Toleranz Heretiker plus 3. Ja, okay. Dann haben wir Produktionseffizienz, 10%. Jupp, nehme ich. Wir haben Kostenstabi und Kriegsmüdigkeit, nehme ich. Wir haben Rekrutenreserve global und Kampfstärke Infanterie, nehme ich richtig gerne. Wir haben Kampfstärke Kavallerie, 30%. Okay, wir haben nicht so viel Kavallerie, wir sind keine Horde, aber okay. Aber wir können Flügelhusaren rekrutieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, das sind die stärksten Kavallerieeinheiten im Spiel. Ja, gucken wir uns nochmal an. Kostenregimenter. Ja, ist okay, nehmen wir mit. Aber, Disziplin 5%. Nehme ich. Und Moralarmee 15%. Nehme ich noch viel lieber. Also zum Schluss hin werden wir ein kleines Powerhouse. Aber es dauert halt. Wir sind katholisch, wir werden wahrscheinlich sogar orthodox. Ich glaube nicht, dass ich katholisch bleibe. Deswegen werde ich auch nicht konvertieren am Anfang. Also nichts christlich umwandeln. Heißt, ja, doch, heißt ja konvertieren, glaube ich. Gell? Genau, wir haben Masowien als Vasallen, werden wir aber in 10 Jahren direkt integrieren. Missionsbäume. Wir fangen an mit Einfluss auf die Magnaten. Wir müssen verschiedene Sachen erfüllen. Stanz Lachtscha hat höhere Loyalität auf 65 oder 5 Privilegien werden gewährt oder weniger als 2 oder Krone besseres Land 50%, dann passiert irgendwas. Aber es muss so oder so, wenn ich das richtig verstehe, erst das Ereignis Statut von Niestrzawa eintreten. Solange das Ereignis nicht eintritt, alles scheißegal. Dann haben wir die Folgen von Varna. Wir müssen Polen-Litauen sein oder zumindest das Ereignis gehabt haben. Ich werde auch Polen-Litauen, definitiv. Ich will die PU haben. Ist im Zeitalter der Reformation, jetzt meine Entdeckung, Reformation kommt, also brauchen wir uns gar nicht weiter anschauen. Dauert noch ein bisschen. Dann haben wir unterstützt die Händler. Wir brauchen mindestens 5 Marktplätze, Loyalität der Bürger und so weiter oder Handelszentrum oder Krakau hat 50% der Handelsmacht. Irgendwann mal. Dann haben wir die Piasten von Polen. Alles im Gebiet Masowien gehört uns. Wird definitiv erfüllt werden. In 10 Jahren. Polnische Renaissance. Wir müssen die Renaissance fördern und ein Einkommen haben. Werden wir erfüllen. Irgendwann.
bald. Entwickelt Krakau. Brauchen wir uns nicht näher durchlesen. Müssen Krakau erst zehnmal verbessern und. Das ist unsere Hauptstadt. Wird passieren. Dann haben wir hier einen Haufen verzweigte Missionen. Also man sieht schon, hier ist einiges zugekommen. Roman der Rebellion. Alle Provinzen im Gebiet Moldawien, bla bla bla, ist Untergebener von Ungarn oder von Polen. Ich glaube, Romans Rebellion ist ein Ereignis, das relativ schnell passieren wird. Und zwar geht es darum, ob sich Moldawien uns oder Ungarn als Markt, glaube ich, anschließt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sollte jetzt so stimmen. Vernichtet die Walachei. Wir müssen ja die Walachei einnehmen. Ja, hier, ich meine, mit Romans Rebellion, egal wie das Ereignis ausgeht, wir müssen Moldawien besitzen, egal ob Untergebener oder nicht. Oder halt erobern. Haben wir hier eine verzweigte Mission. Das sieht man jetzt ganz häufig. Bin mal gespannt, was das für eine Erneuerung ist. Erstmal heißt es für uns, wir brauchen mindestens eine Gesamtentwicklung von 600. Dauert also noch keine unabhängige Nation mit ostslawischer Kultur. Hauptstadt in der Region. Russland hat mehr als 100 Entwicklungen. Dauert also noch. Brauchen wir uns noch gar nicht anschauen. Dann hier, damit werden wir anfangen. Erhöht die Adelsabgaben. Wir brauchen 90% Truppenlimit. 5 oder einer 5 Privilegien auf Slachtscha oder Schwerpunkt militärisch oder Rekrutenreserve 50%. Da werden wir dann gleich mal, also ein bisschen später, erstmal warten wir jetzt kurz ab, aber da werden wir hier einfach auf militärisch den Fokus, wobei, das könnte man nicht gleich machen, dann kriegen wir hier ein bisschen mehr Punkte. Ich meine, wir haben Interregnum 000, ist eh kacke. Dann haben wir wenigstens eins, wo ein bisschen Punkte reingehen. Wir gehen dann gleich aufs Militär, da holen wir uns die restlichen Truppen. Dann kriegen wir Ostpreußen, Westpreußen, Pleskau, Novgorod und Moskau. Kriegen wir dann Ansprüche. Geil. Preußischer Bund, einer der folgenden Gebiete muss zutreffen. Westpreußen, Ostpreußen muss alles uns gehören. Glaube ich, ein bisschen was anderes mit Danzig und so ist auch noch. Also das müssen wir erobern. Die Ansprüche würden wir zum Beispiel gleich bekommen, wenn wir das erhöht die Adelsabgaben umsetzen. Okay, so viel dazu. Schon lange geredet, noch nichts gemacht. Deswegen, wir gehen jetzt rein in die Rivalen. Wir nehmen auf jeden Fall Ungarn. Wir nehmen auf jeden Fall den Deutschen Orden. Und wir nehmen auf jeden Fall Dänemark hat uns, aber Dänemark ist mir wurscht. Ich will Böhmen haben. Gut, wir brauchen Sitze. 3 Stück brauchen wir. Dann klickt mal hier mal kurz durch. 3, 5, 7, 7, 5, 4, 17. 17 und Salz. Du wirst ein Sitz. Produktionseffizienz, Steuernahmen, Rekrutenreserve, Seeleute, alles erhöht. Ja, mit einem Haufen Entwicklung und Salz, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist unsere Hauptstadt. Hier haben wir 9, 14, 13. Tuch. Ja, da haben wir unsere nächsten 2 Provinzen wahrscheinlich. Wir gucken hier noch schnell durch. 12 nochmal. 6, okay. Farbstoff 4. Wir kriegen Steuer- und Produktionseffizienz. Das heißt, wir werden hier mit den Farbstoffen einen Sitz gewähren. Und dann hatten wir hier 14 und Eisen und Tuch und 13. Dann fangen wir mit Sadeki an. Aber es wird umso größer wir werden, umso mehr Sitze werden wir brauchen. Deswegen kommt der Rest auch noch. Wir beginnen eine Debatte. Baukosten minus 5% und Grundsteuer erhöht sich in einer Provinz um 1. Kostentechnologien ist gut, Kostenberater interessiert noch nicht. Wir erhalten ein paar Steuern und Steuernahmen global. Unterhalt, Armee, Verschleiß, Armee. Okay, das ist gut. Wir werden mit dem Geld hier anfangen. 0 Punkte. Wir verlieren 4 Legitimität, machen wir 37%. 5 Armeetradition haben wir am Anfang, 4 Armeetradition. Ja, 5. Was haben wir hier noch? Klerus begünstigen, 2 Einfluss, das ist okay. Und nochmal ehrlich gesagt, dann kriegen wir nämlich das Geld direkt. Dann können wir jetzt mal direkt schauen. Wir brauchen wie viele Truppen? 90% von 29 sind 26,
Gehen wir mal von 27 aus. Also 5 Soldaten brauchen wir. 5. Könnt ihr die litauische Kompanie nehmen? Kostet uns, aber nehmen wir mal. Okay, dann hätten wir die Kompanie. Was brauchen wir noch? Diplomaten brauchen wir. Einer geht schon mal nach Litauen. Einen schicken wir mal nach Moldawien. Einfach nur wegen dem vermutlichen Event. Und ich würde Schweden gerne unterstützen Richtung Unabhängigkeit. Einfach, weil ich das geil finde, wenn Schweden nicht mit Dänemark zusammenhängt. Okay, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Wir starten ins Spiel. Und da haben wir's schon. Habe ich mich doch recht erinnert, dass das ein Event war. Also ich habe das irgendwo gesehen, dass da jetzt ein Event dazu kommt. Hier geht's jetzt drum. Genau, hier. Wenn wir seine Bemühungen unterstützen, verspricht Roman, dass sich das Fürstentum Moldawien für immer als Untertan Polens behaupten wird. Wir können ihn jetzt mit Geld unterstützen, mit Truppen unterstützen oder wir lassen uns da nicht einmischen. Wir werden ihn mit Truppen unterstützen, weil 100 Dukaten haben wir nicht. Schauen wir mal. Hervorragend, macht Moldawien zur Mark. Ja, gut. Hat sich uns unterworfen. Geil. Und Event ist auch noch abgeschlossen. Polen erhält einen dauerhaften Anspruch auf die Walachei. Wenn wir die Mission abschließen, während Moldawien unser Untertan ist, das Ereignis Sicherung von Moldawien tritt ein. Erhält ein Grundsteuer Moldawien. Okay. Ja, dann passiert jetzt ein Event. Sicherung überlasst Stefan den Thron. Haben wir nicht gerade jemand anders unterstützt? 322, 335. Stefan the Great wird Herrscher. Moldawien, warte mal, bei uns oder bei... Nein, bei Moldawien, okay. Wir sollten uns nicht einmischen. 50 Diplomacht erhält eine Stabilität. Oder sie müssen sich vor keinem anderen als mir verantworten. Wird ein gewöhnlicher Vassall. Freiheitsstreben. Stand Bojan verliert 15 Loyalität. Nee, das wollen wir nicht. Besserer Herrscher. Wie viel Freiheitsstreben hast denn du? 22. Da wären mir die Diplomacht eigentlich fast lieber. Die bringt mir mehr. Deswegen nehmen wir die. Weiter geht's. Okay, ich glaube, ich muss mal am Anfang ein bisschen langsamer machen. Eroberung gegen die Walachei. Okay, Bündnis von Brandenburg. Das nehmen wir an. Wollen wir die Walachei direkt erobern, ist die Frage. Vernichtet die Walachei. Ich würde ja die Walachei ehrlich gesagt gerne gleich erobern. Allerdings dann an Moldawien geben und nicht für mich selbst behalten, weil eigentlich. Na, so schlecht ist das Gebiet eigentlich gar nicht. Das sind 10, 18, 26, 36, 39, 46 Entwicklung. Aber ich muss es koren. Habe ich jetzt gar nicht so viel Bock drauf, ehrlich gesagt. Oder ich vassalisiere die Walachei. Ich möchte es auf jeden Fall nicht für Ungarn oder den Osmanen da stehen lassen. Deswegen
würde ich, aber auf der anderen Seite, ich hatte eigentlich vor, jetzt direkt einen Krieg gegen Novgorod zu führen. Ich will nämlich Russland Novgorod eigentlich abnehmen. Ah. Okay, komm, lauf mal schon hier runter. Eieieiei, was für ein Druck hier am Anfang. Was für ein Druck. Du hast kein Bündnis. Ich würde es halt echt gerne eigentlich viel lieber Moldawien geben, damit es eben ich nicht koren muss. Ich habe nur die Befürchtung, dass dann hier Moldawien vielleicht zu viel Freiheitsbestreben erhält. Aber komm, wir machen jetzt einfach mal, komm, Krieg erklären. Bussau ist das Ziel. Wir haben keinen Diplomaten. Moldawien raus. Ah! Da ist ein Event jetzt, das ist neu, oder? Das, glaube ich, gab es vorher nicht. Wir unterstützen, also Unabhängigkeitsunterstützung für Schweden, habe ich ja eh schon gesagt, ich würde die gerne unterstützen, weil schwächt Dänemark und wir könnten irgendwann über Dänemark oder Schweden herfallen. Deswegen unterstützen wir jetzt die Schweden, werden aber trotzdem... Nein, wir haben ja, oh Gott, wir haben ja einen Regentschaftsrat. Ich kann noch gar keinen Krieg erklären. Oh. So, wir können wählen. Wir können wählen. Wiederherstellung alter Beziehungen oder... Also das ist doch das alte Event, aber hier steht jetzt nichts davon, dass dann Litauen meine PU wird. Aber das ist das alte Event mit Henrik 555. Deswegen sage ich, Chaligon, wir vertrauen den Sejm, glaube ich. Also, erlasst die Stufe 1 der Regierungsform polnische Wahlmonarchie. Hat folgende Auswirkungen: Regierungsmechaniken verbieten den Wechsel der Regierungstypen. Ja, genau, das ist halt das Typische. Aktiviert das Parlament, Unruhe minus 1, Absolutismus, ja, bla, 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 bla. Habe ich jetzt Änderungen, dass der Regierung großer Schieben nicht länger praktikabel ist und daher wurde sie aufgegeben. Genau, Personalunion mit Polen-Litauen. 5 von 4. Wir haben jetzt einen König, das heißt, wir können jetzt direkt Krieg erklären. Und wir sind 1 drüber, das ist okay. Welche Mission wurde jetzt aufgegeben? Irgendeine verzweigte Mission, würde ich vermuten. Irgendeine verzweigte Mission. Okay, jetzt haben wir. Mehr Verbündete haben als 2. Armeegröße mindestens 90% des Truppenlimits. Das habe ich plötzlich nicht mehr. Okay, was würde ich denn hier bekommen? Wiederrichtung der Union gegen Ungarn und gegen Böhmen. Oder alternativ... Ungarn schuldet Polen 10 Gefahr. Also wir werden historische Freunde. Okay, da bräuchte ich... Okay, wie viel haben wir denn jetzt Truppenlimit, bitte? 31. Okay, wir holen uns jetzt erstmal kurz die Walachei. Wir holen uns erstmal schnell jetzt die Walachei. Jetzt können wir Krieg erklären. Bussau, Krieg erklären. Wir brauchen zumindest einen General und wir wollen unseren König drinnen haben. Wie gut ist der? 551? Ne, 441. Ja, gut, wenn der stirbt, stirbt er halt. Da ist ein General drinnen. Aber wie viele Truppen stehen denn hier gegen uns? 7000. Ich glaube, da können wir die einfach schon mal weglassen. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir sind eine Großmacht geworden. Ja, logischerweise... hier ist der General, das passt. Du gehst belagern. Hast du Belagerungspip? Ja, hat er. Das ist gut. Haben wir eine Belagerungspip. Okay, wir können nirgendwo hin. Brandenburg Ehe wollen wir auch. Okay, er lässt uns hier nicht durch.
Ist okay, dann lässt aber ein Gegner halt auch nicht durch. Wie Geld machen wir 3,83. Das ist doch schon mal gut. Mailand, Dänemark, England, Ungarn, Böhmen. Könnte man noch jemanden heiraten? Ist da noch jemand interessant? Momentan nicht wirklich. Odojew. Also jetzt mit Litauen wäre Novgorod halt noch... Also wenn wir hier schnell durch sind, wäre die Option, dass wir uns sofort gegen Novgorod wenden und Moskau halt Novgorod abluchsen. Das wäre halt richtig gut. Novgorod ist ja für Moskau eine ganz wichtige Stadt. Wäre nice, wenn Moskau die nicht bekommen würde. Wie viele Truppen haben wir? 51.000 und 17.000. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir jetzt hier auch noch den Krieg erklären. Was ist Odojew? Das ist Odojew. Ah, Odojew wäre mir jetzt eigentlich wurscht. Aber wir haben keinen Kriegsgrund. Nein! Hä? Die 90%. Wir bauen mal schnell ein paar Truppen. Passt mir jetzt tatsächlich nicht so. Komm, wir drehen mal schnell die Zeit schneller ab. Und gleich wieder langsamer. Na, umgekehrt. So. So. Haben wir Großprojekte. Wir haben hier eins. Höhenkloster. Da müssen wir orthodox sein. Wir haben in unserer Hauptstadt eins. Händler plus eins. Oh, wir haben drei Händler. Lecker Schmecker. Ja, da werden wir auf jeden Fall reingehen. Hier haben wir noch eins. Prestige, Pracht, Regierungsform, Wachstum, Rekrutenreserve lokal. Hm. Marienburg werden wir erobern. Okay. Okay, sonst ist erstmal keins in Reichweite. Lokale Schiffsbauzeit, Ausschiffung. Hm. Okay. Schreibe ich nicht an. Werde ich tun. Werde ich alles tun. 40.000 Mann. Hey, da sind ein paar Truppen. Geh mal schnell mit 40.000 Mann rein. Los, boom, 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 tot. Okay, Mission abgeschlossen. So, erhöht die Adelsabgaben. Da wollen wir jetzt direkt reingehen, weil wir dann dauerhaften Anspruch haben. Oh, und 7.000 Sitze im Parlament. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Guckt mal hier, da habe ich was vergessen. Goldene Freiheit. Noch ein paar Sachen. Wir wollen Loyalität. Wir wollen Loyalität. Wir nehmen eine Quest an. Zackadi, zackada. Grundsteuer, Grundmannstärke. Beliebige Provinz im Besitz hat einen Hafen. Das Problem ist, den Hafen muss ich haben, weil sonst hätten wir hier was. Komm, wir machen. Wir gehen hier mal noch schnell auf die Admin-Macht. Deswegen habe ich das überhaupt gemacht. Und ich kann im...
Ich kann das im Krieg nicht machen. Nicht aufgepasst. Ja, okay, war einfach dumm von mir, Punkt. Ich bräuchte bloß hier Danzig erobern, dann habe ich zum Beispiel einen Hafen oder halt das ganze Zeug hier erobern, dann habe ich einen Hafen. Ich werde es trotzdem nicht machen. Cecchini. Weil ich ja eigentlich hier oben dagegen ziehen möchte. Und wenn ich das aber Litauen gebe und nicht selber nehme, habe ich ja keinen Hafen. Oder ich nehme das hier einfach für mich. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei. Bis 65, 20 Jahre habe ich Zeit. Komm, wir nehmen den Hafen. Wir nehmen den Hafen. Hallo? Okay, wipe. Einmal wipe, bitte. Deutscher Orden ist kein Rivale mehr für mich. Moldawien. 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 Stärken wir unsere Mark ziemlich. Moldawien. Gut. Warum habe ich denn hier 1000 Mann? Ah! Die hat dich. Ja, ja, ja. Ich vergaß, ich vergaß. So, ich würde jetzt ganz kurz nur die Belagerung ganz kurz durchgehen, bevor ich jetzt den nächsten Krieg erkläre. Ich würde ganz schnell Kronland zurückholen. Ansonsten würde ich jetzt schon den neuen Krieg erklären. Grundproduktion in Low. Dafür verlieren wir Legitimität. Das ist in Ordnung für mich. Komm, Fall. Ah. 51%. Komm. Wir machen schneller. Fall, Fall, Fall. Polen, Burgund und Böhmen. Fall. Ja. Wir kriegen eine Stabilität. Letzter Wille. Gefallen. So, du wirst Moldawien. So, dann Frieden bitte einmal. Zack, 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 zack. Ein ganzes Geld bitte einmal. Und es hasst uns deswegen niemand. Dankeschön. Was stand da gerade? Irgendwas mit zu groß? Was? So, dann einmal ganz schnell da hinein und ganz schnell den nächsten Krieg gegen... Sie sind gegen Moskau schon im Krieg. Wird Nowgorod schon belagert? Nein. Nowgorod wird nicht belagert. Krieg erklären. Odojew ist mir wurscht, macht eh nicht mit. Krieg bestätigen. Ganz schnell da rein. Da rein. Lass mich vorher in Nowgorod sein. Lass mich vorher in Nowgorod sein. Lass mich noch vorher in Nowgorod sein. Jawoll. Hui. Auch wenn das jetzt gerade Rekrutenreserve kostet, die Beitbelagerung, ist mir egal. Ich muss die Festung jetzt besetzen und am besten eben noch eine Festung, damit wir auch auf Kriegsstand kommen. Muss also sein. Hier lassen wir übrigens anschließen. Jetzt könnten wir hier natürlich die Truppen austauschen. Müssen wir aber noch nicht. Wie viel Mann... Okay, geht nicht. Dann lassen wir mal kurz hier die 5000 stehen. Du marschierst jetzt da rein, oder was? Dann gehen wir mal mit kurz. Ja. Litauen marschiert einfach mal so in Nowgorod rein. Und hat die Schlacht auch gewonnen. Das hier oben ist alles Moskau. Aber wir haben die Hauptstadt. Wir haben die Hauptstadt. Und den Krieg lassen wir jetzt einfach laufen. Ist uns egal.
Ist uns vollkommen egal, was hier Sache ist. Novgorod gehört uns. Und wenn sonst alles Moskau gehört, vollkommen egal. Novgorod bekommen sie nicht. Und die Festung hier unten bekommen sie auch nicht. So easy ist das. So. So, Novgorod, wir könnten dich jetzt nicht zum Vasallen machen. Das machen sie schon. Mit dem ganzen Geld. Und das gehört uns. Und zwar wirklich Polen gehört das. Ja, okay. Warum nicht? Also Lucky ist mir eigentlich relativ wurscht. Pleskau. Das, was Lucky, würde ich Litauen geben. Ja, weißt du was? Wir machen gar nicht lang rum. So, gib mir dein Geld. Novgorod mag mich nicht. Ist mir egal. 43 AE. Viel. Mach mal so. Dann haben wir hier nämlich auch unseren Hafen. Forderung senden. Dankeschön. Sehr freundlich von euch. Und wir gehen mal hier runter. Zack. Und hier können wir nicht zentralisieren. Quest ist erfüllt. Wir holen uns mal Cholm. Warum geht das hier nicht übers Wasser? Gute Frage, nächste Frage. Rivalen. Wir könnten Moskau nehmen. Oder Dänemark. Ne, wir nehmen Moskau. Bei den Österreichern dagegen schleimen wir uns mal ein bisschen ein. Würde ich eigentlich an sich gerne bei Spanien, Frankreich, England irgendwie sowas auch machen. Aber okay. Erstmal haben wir ja unser Ziel erreicht. Novgorod. Ist unsers. Stinkt den Moskauern bestimmt bis zum Himmel. Oh, hier. Neumark und Brandenburg hat sich dabei Brandenburg einverleibt. Also Brandenburg hat sich die beiden Gebiete einverleibt. So, Leute. Für die erste Folge war es das. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen, dass wieder EU4 läuft. Diesmal tatsächlich ein bisschen ernsthafter und länger wieder. Kein kurzes Let's Play oder so. Oh, ich hoffe mal, kein kurzes Let's Play. Kann auch sein, dass ich mich selber töte. Ja, ich hoffe, euch gefällt die ganze Geschichte. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und so. Ihr wisst die ganze Geschichte und Konsorten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Servus.